19 zum Stadionvlog gegen den VfL Bochum. Das ist der Abstiegskracher, das Sechs-Punkte-Spiel, wie es im Buche steht. Der VfL kommt tatsächlich mit einem guten Gefühl im Rücken, mit einem ersten Saisonsieg gegen Frankfurt letzte Woche eingefahren, kommen sie zu uns nach Stuttgart. Bei uns, ja, rumort's im Club, zumindest das, was auch berichtet wird, Unklarheit, noch kein neuer Trainer am Start, man hat seinen Montag entlassen. Aber da, auch hier jetzt die aktuellen Berichte, kriegen wir ja wohl nach dem Bochum-Spiel, vielleicht sogar schon vor dem Bielefeld-Spiel, den neuen Trainer. Es sind wohl noch zwei Stück in der Verlosung, von denen die Namen auch noch nicht durchgegangen sind bisher, noch nicht durch die Medien gegangen sind. Werle, Mislintat haben sich scheinbar geeinigt und so. Das wird alles berichtet, wird alles ausgesagt, auch von Werle. Deswegen vielleicht doch ein bisschen rosigerer Blick nach dem Bochum-Spiel. Denn egal, dass jetzt da Co-Trainer Wimmer auf der Bank hockt, völlig wurscht, egal wer da auf der Bank sitzt, dieses Spiel muss gewonnen werden. Wir müssen dieses Spiel gegen Bochum gewinnen, sonst kann Bochum sogar an uns vorbeiziehen. Und wir, ja, wären tatsächlich, trotz der Schalke-Pleite gestern Abend, Freitagabend, wären wir auf Platz 18. Würden wir erstmal übernachten quasi, überwintern, bis dann eben nächste Woche Bundesligaspiel in Dortmund ansteht und dann davor natürlich noch das Pokalspiel gegen Bielefeld. Also heute wäre der Sieg extrem wichtig. Das ist eine Choreo angekündigt. Ich habe sehr, sehr Bock da drauf. Bin ja auch in der Kurve. Wie gesagt, ihr wisst ja, im Sitzbereich, über dem Stehbereich. Habe sehr Bock drauf. Ich hoffe, dass das was wird. Die Laune aufs Spiel war nicht so hoch. Durch die Choreo, durch die Ankündigung von der Choreo ist sie ein bisschen gestiegen. Das Ding ist auch quasi ausverkauft. Bochum wird auch schön Support mitbringen. Ich habe Bock. Gehen wir los.
Der hat so Bock heute. Da ist er. Der Befreiungsschlag. 4:1 gegen Bochum. Richtig geil gewesen mit der Choreo am Anfang. Sehr, sehr schön gewesen. Stimmung sowieso top gewesen über das ganze Spiel. Gibt ein 4:1 natürlich auch her. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, heute war es halt endlich mal effizient. Es war endlich mal effizient. Man hat halt wirklich mit 5,5 Chancen so im Spiel wirklich auch mal 4 Hütten gemacht. Der Start natürlich optimal, dritte Minute direkt 1:0, schnelles 2:0 hinterher, top, richtig schön, sieht das generell, top Leistung heute, der hat richtig Spaß gemacht und hat richtig Spaß gemacht und hat auch richtig Spaß gehabt, das hat man gemerkt, diese Tricks und sowas, der ist richtig aus sich rausgekommen heute endlich mal wieder. Man muss aber auch sagen, so viel schlechter war Bochum nicht. Also es war kein wirklich gutes Spiel, kein besonderes Spiel von beiden Seiten, gibt es ja auch nicht her, Platz 17 gegen Platz 18. Oder zumindest jetzt Platz 16 für uns, sehr, sehr wichtig, 8 Punkte auf dem Konto, Torverhältnis verbessert mit dem Plus 3, mit dem Kantersieg in Anführungszeichen, deswegen, also ist ein 4:1, da kann glaube ich keiner groß über unverdient sprechen, aber wir hatten durchaus unsere Phasen, das 3:1 viel mehr oder minder aus dem Nichts, ohne dass jetzt Bochum aber auch dicke Torchancen hatte, so war es ja auch nicht, die waren jetzt auch nicht in Sachen Chancen da am 2:2 dran, aber hätte irgendwann mal fallen können, so aus dem Verlauf vom Spiel, weil Bochum gut dabei war. Rund ums 2:1, rund um die Phase nach der Halbzeit, aber dann ab dem 3:1 haben wir es auch recht solide runtergespielt, dann noch das vierte nachgelegt. Sehr, sehr schön tatsächlich und tut einfach gut. Tut einfach gut, mal ein effizientes Spiel hingelegt zu haben. Ob das jetzt am neuen Trainer liegt, der neue Trainereffekt spielt immer irgendwo eine Rolle. Aber ja, der einzige große Unterschied war wirklich einfach, dass wir unsere Chancen genutzt haben. Davor haben wir es nicht genutzt, da hätten wir normalerweise für 4 Tore eigentlich 3 Spiele und 25 Torschüsse gebraucht. Jetzt haben wir halt heute wirklich mal effizient da vorne Dinger reingemacht. Auch gut, was jetzt so berichtet wurde, auch Aussagen von Werle und sowas, was so berichtet wurde vom Kicker und so weiter. Trainersuche ist vielleicht doch ein Tacken positiver, als wir es alle vielleicht sehen oder auch berichtet bekommen haben. Es gab ja aus jeglicher Richtung verschiedenste Berichte. Es ist ja auch für uns nicht keine einfache Aufgabe, daraus zu raffen, was jetzt wirklich Sache ist. Aber scheinbar haben sie zwei Trainer am Start. Namen von den beiden nicht bekannt, da gibt es auch nur Gerüchte, deswegen kann ich nichts groß sagen. Einfach zwei Namen, die noch im Rennen sind. Man hat sich zusammen auf eine Liste geeinigt. Man freut sich auch darüber, dass man es hinbekommen hat, diese zwei Namen unter Beschluss zu halten. Bisher gibt es zu denen noch keine Gerüchte und nichts. Und eben auch so Absagen von Trainern hier und da wurden so ein bisschen abgemacht nach dem Motto, yo, die haben doof gesagt eher abgesagt, weil sie genervt waren, dass wir nicht angefragt haben oder sowas. Also es wirkt alles sehr viel seriöser und runder, als vielleicht bisher in der Berichterstattung rüberkam. Deswegen scheinbar morgen und am Montag die Gespräche. Und dann haben wir wohl vielleicht sogar schon gegen Bielefeld, weil erst danach einen neuen Trainer am Start, der auch Bock auf das Projekt hat. Das ist bei den beiden Trainern scheinbar der Fall. Und was man auch sagen muss, heute ist der Sieg da. Deswegen ist auch das Trainerthema erstmal wurscht.
Trainerentlassung am Montag kann man sehen, wie man will, aber wir haben jetzt das Bochum-Spiel gewonnen mit Wimmer auf der Bank. Damit ist das schon mal erledigt, abgehakt und jetzt können wir nach einem neuen Trainer gucken, ohne eben jetzt irgendwie Scheißgefühl zu haben, von wegen super, jetzt haben wir 0:1 gegen Bochum verloren. Und jetzt noch irgendwie einen neuen Trainer suchen, da läuft es auch nicht gut, da wäre die Stimmungslage eine ganz andere. Jetzt hast du erstmal eine ruhige Stimmungslage, hast deinen wichtigen, trotzdem irgendwo auch Pflichtsieg gemacht, geholt und jetzt kommen dann bald hoffentlich noch neue Trainer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr es nicht getan habt und bis zum nächsten Mal.